wirklich. Wirklich lange auch. Okay, sind es die zwei Finger? Und was hat es mir jetzt gebracht? So Hunden. Okay. Erhöht alle Attribute. Um wie viel? Okay. Gucken wir mal, um wie viel. Hä, es hat doch gar nichts erhöht. Wir haben uns vom Runenbogen gesagt, ne? Okay. Oh, jetzt ist was gestiegen. Also, Kraft um 5, Geist um 5, Kondition auch 5, oha, Stärke 5, Geschick 5, Weisheit 5, Glaube 5 und Arkan auch, also alles 5. Hoch. Das sind 15, 15, 20, 25, 30, 40 Level. Das ist heftig. Also. Ich sag doch, dieses, was ich am Anfang geschickt gemacht habe, wenn ich da einmal meine Attribute resetten könnte. Und das einfach auf Stärke drauf tun könnte oder von mir aus Weisheit, damit ich das Katana ausrüsten könnte. Aber ich habe jetzt fast 1000 Leben. Ausdauer 130. Okay, die kleine Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt fühle ich mich ja fast schon zuversichtlich genug, um den hier zu töten. Aber ich denke, ich gehe
Habe ich diese Höhle erkundet? Ich weiß es gerade nicht. Eigentlich ist in Höhlen immer so ein... Ich gehe mal kurz dahin. Das wundert mich nämlich jetzt. Und dann gehe ich hier wieder nach oben. Ist aber echt nicht schlecht, was ich hier... ausgerüstet bekommen habe. Die Höhle ist da unten. Na, ich glaube, ich war da echt noch nicht. Das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Echt jetzt, das hat er nicht überlebt. Das ist madig. Habe ich weniger Leben? Nee, wenn man... geht es weg? Das ist Kacke. Okay, doch, ich glaube, ich war. Einmal in der Höhle. Find's halt jetzt nur komisch. Dass da nichts gespeichert ist. Wo ist da eine Höhle? Da. Ich bin hier echt nicht reingegangen? Das wundert mich jetzt. Echt?
am Anfang so eine Höhle übersehen. Das hätte mich gleich wundern sollen. Weil da kein Zeichen der Gnade war. Schneiderei-Werkzeug. Nähnadel. Nee, oder? Ich hätte meine Ausrüstung von Anfang an verbessern können. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ich hätte nur hier rein müssen. Na, ich hoffe jetzt. Ich meine, ich hoffe, dass ich es verbessern kann, aber. Das wäre so traurig. Wenn es jetzt echt daran lag. Nur weil ich am Anfang die klitzekleine Höhle nicht gemacht habe. Das ist ja noch nicht mal mit Absicht. Okay, mal sehen, was hier ist. Erstmal Ort der Gnade. Und ich will wissen, ob ich jetzt wirklich meine Ausrüstung deswegen verbessern kann. Was? Kirche der Drachenkommunion? Darum kümmere ich mich gleich. Steht jetzt aber nichts von Ausrüstung. Das Anpassen von Rüstungen und Orte der Gnade.
Neues. Ach, Kleidung anpassend. Das geht doch. Okay, und was ändert das? Nur, dass er weniger Resistenz hat. Okay. Ah, habe ich ja doch nichts Großes verpasst. Hier ist auch noch mal so eine Rachen-Kommunionsding. Aber so an und für sich bringt es überhaupt gar nichts. War quasi nur so ein Babyboss und ja, das war's auch. Und den kriege ich die auch? Okay, jetzt töte ich alle davon, die ich jemals sehe. Boah, ich hätte es wahrscheinlich auch früher bekommen, hätte ich gleich. Ich musste echt draufschlagen. Ja, gut zu wissen. Um der Rückkehr, er hat mich da oben teleportiert. Den Drachen habe ich auch mittlerweile getötet. Hier geht es ja noch hier lang, aber ich weiß nicht, wie oder weshalb ich da hinkomme. Ich werde quasi noch gegen den da oben kämpfen. Gegen den hier. Und gegen das fette Vieh hier. Aber bevor ich das mache, muss ich echt meine Waffe aufleveln. Also, erstmal wieder hier lang. Zum Anfang zurückgehen. Oh, ich könnte auch die unterirdische Stadt machen. Ach genau, hier. Da finde ich die Karte. Das habe ich ja gelernt. Kirche von Irith. Wer bist du? Perhaps you believe it or not. I studied Blinstone sorceries at the Akat for a small donation. Well
bless you. You're a true. My name. Presuming you're interested. I only. None of them are. Ein Bogen. Na komm her, alle Zauber sind gern gesehen. Thank you for learning my poultry sauce. I never imagined that a bluntstone like myself would have the chance to play teacher. Apology, I'm afraid. Oh, right. I can tell you what I know about this place. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria. Only its doors have been closed for after they declared they wouldn't interfere with the shattering. The Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital. As you might have guessed, the seals are making entry to the Academy impossible without a glintstone. And so I'm stuck here. A fled. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm a. Why not find yourself a glintstone key? And you'll never reach the Erdtree capital. And once you've tied up all your loose ends, would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone. But still, my plate. Oh, I'm a bluntstone. I don't, so I'm afraid I can't help you decipher. I'm sorry I'm so useless. Aber wenigstens ist er ehrlich. Das rechne ich schon mal hoch an. Das ist die Akademie. Ich frage mich jetzt echt. Ähnlich. Ich weiß jetzt nicht. Gehe ich jetzt dahin? Oder gehe ich wirklich hier hin? Das ist das, ne? Ja. Ich glaube, ich kann von dieser Erkundung noch ein paar Sachen lernen.
Mich würde es nämlich wirklich interessieren, was da ist. Ich möchte es einmal wissen, wie es ist mit diesem Unboden. Gold 1000 Füßler.